Was geht ihr Kacknasen? Gegen Elbe hab ich ja ziemlich auf die Nase bekommen. Und jetzt muss ich gegen Minetube. Das wird eine harte Nuss, aber viel zu verlieren hab ich auch nicht. Was machen wir da also? Ich stelle euch die Frage. Antwort A, bisschen trollig spielen und schauen, was passiert? Antwort B, bisschen Beatboxen? Haha, ich kann das nicht. Bin ja nicht der Google-Übersetzer. Antwort C, meinen Dick auf die Kamera schal lernen, um meinen Kanal zu verlieren und dann auf OnlyFans Dick Cash machen? Antwort D, zu Minetube fahren, sein Team vor dem Kampf verändern und dafür sorgen, dass er einen Regelbruch begeht, weil er auf einmal Burma der Mischtal in seinem Team gegen mich hat? Ich mein, Jan Marek kann eh nur durch Missplays und Regelbrüche gewinnen, lol. Ayo, und damit herzlich willkommen zum vierten PokéM-Spieltag gegen Lee Mindtube mit seinem Land Schottland. Ja, ich bin nervös, auch wenn es für mich nicht um so viel geht, so gesehen. Ja, okay, ihr seht ja schon ein bisschen mein Team. Es ist eigentlich relativ chillig. Ich habe nicht viel zu verlieren. Ich, keine Ahnung, vielleicht noch ein bisschen was in der ewigen Tabelle reißen, um nicht zu weit zu sinken, aber all around, ich sag's wie es ist, ich habe nicht viel zu verlieren. Also, die Chance, dass ich halt jetzt noch in die in die K.O.-Phase komme, ist gering, weil Mindtube steht, glaube ich, 3-0. Bazzi steht, also alle anderen stehen 2-1, außer Ele. Der steht genau wie ich, 1-2. Und Anosumare steht auch, nee, der steht 0-3, glaube ich. Also es ist noch möglich, potenziell, aber es ist unwahrscheinlich, sagen wir es so. Aber naja, ich möchte nicht weiter drum herum heulen, dass ich es wahrscheinlich nicht schaffe, in die K.O.-Phase zu kommen, blablabla. Ich habe mich damit abgefunden. Ich würde sagen, ich stelle euch einmal sein Team vor. Dieses ist jetzt eingeblendet und ja, in seinem Team befinden sich Porygon2, als Torhüter Don van Zylembrem und Alolan Mack in der Verteidigung, Dayenzi, Durengarten, Roserade im Mittelfeld, Keldeo und Raikou als Flügel und Brutalander und Quatermark im Sturm. Ich habe mir gedacht, komm, du hast nicht mehr viel zu verlieren, kannst ein bisschen crazy gehen. Also ich habe schon was zu verlieren, so ist es nicht, es ist immer noch eine Chance da, aber allein durch meine Differenz wird es halt ziemlich schwer. So, wir haben Choice Cup Crook, Knockoff EQ, Close Combat Zephrox, Outspeeden sein ganzes Team so ein bisschen. Dann haben wir Mix-Defensives Celesteela, unser Dormin mit Leftovers. Ja, mit den gleichen Moves wie jede Woche, brauchen wir nicht drüber reden. Das sind halt gute Moves für Celesteela, wenn es defensiv ist und man irgendwie noch ein bisschen was hitten will. Dann haben wir Manaphy mit der Select Berry und Hydration, weil andere Fähigkeit hat es ja nicht. Unsere Frau Engel mit Tailglow, Surf, Ice Beam und Psychic. Mit der Select Berry können wir, wenn wir recht low sind, auf plus 1 gehen. Ich gehe den Speed-Teil ein mit Brutalanda und blub. Dann haben wir ein Boiki Crobat mit Boots, mit Infiltrator, Defog, Roost, U-Turn und Toxic. Kann im Notfall auch ein bisschen das Raikou, wenn es so ein Sub-Call-Mind-Set ist, mit Toxic einfach so ein bisschen lahmlegen. Oder auf den Timer setzen. Vielleicht stirbt Crobat auch, aber dann hat sein Job getan. Dann haben wir, jetzt kommen wir zum eigentlich crazy Teil. Nämlich Chestnut, unser Tenpenny mit Select Berry, Bulletproof, Belly Drum, Substitute, Drain Punch und EQ. Wird wild, sage ich euch. Auf plus 1 sollten wir sein Team so weit es geht outspeeden, wenn kein Scarfer da ist. Und als letztes haben wir Zeraora, unser Terminator mit Expert Belt, mit Call My Thunderbolt, HP Ice und Aura Sphere. Komplett speziell offensiv, ein bisschen defensiv noch angehaucht und es wird crazy. So, wir fordern Mindtube heraus. Ich habe eine Zahl vergessen, verdammte Kacke. 2013. Mensch, Mindtube, gute 11 Jahre alt. National Dex Anything Goes. PokéM, Mindtube. Und ja, wir challengen. Ich bin gespannt, was Mindtube bringen wird. Ich habe Bock. Glaube ich. So, ich öffne den Kalk. Beziehungsweise erstmal sein Team. Okay. Es geht los. Er schreibt direkt Herr Fun wie aus der Kanone geschossen. Ich schreibe direkt U2 hinterher. Er hat P2 dabei, das war klar. Er hat Don Fun dabei, das war klar. Er hat Zylembrem nicht dabei, es ist fein. Alolan Mack ist dabei, das war klar. Dayenzi ist nicht dabei, das entspannt mich ein bisschen. Durengard ist dabei, Roserade ist dabei, Keldeo ist nicht dabei, ist auch entspannt, Raikou ist dabei, kein Brutalander und kein Quadermark. Nice. Sehe ich gerne. So, mit was will er leaden?
Ja, Roserade entschärft natürlich. Obwohl. Warte mal. Er hat brutal an. Oh, das heißt, Tenpenny ist ja richtig nice in dem Matchup jetzt. Ich könnte potenziell mit Manaphy leaden. Aber dann wäre Raikou halt ein Problem. Kann ich aber einen Crook gehen potenziell, ne? Oder einfach direkt mit Crook leaden. Verliere ich halt gar nichts mit, ne? Obwohl, ich sehe den Don verliert, weil er mit Crook rechnet. Ich leade mit Manaphy. Da haben wir es. Genau die Situation, die ich gerade angesprochen habe. Wir könnten straight up Tailglow und wir könnten aber auch straight up surfen. Wie viel würde der uns denn machen? Manaphy gegen Dornfan. Zack. Zack, 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 zack. Surf will den halt rausnehmen. EQ macht uns knapp 50% ungefähr. Kann auch auf Eisbeam gehen, ne? Wie viel würde ich einen Mag machen? Haben wir das so ein Set? Falsches Mag. Magalola AV. Wenn wir plus 3 sind, dann macht der uns mit Nox so viel. Das ist, glaube ich, okay. Können wir plus 6 gehen? Ich glaube, plus 3 lohnt sich eher. Ich glaube, ich gehe einmal auf Surf. Raikou kommt hier rein. Okay. Gut, dass wir nicht auf Tailglow gegangen sind. Raikou anchippen. Er hat keine Leftovers. Raikou. Do you call mine? Thunderbolt killt mich halt nicht. Gibt's da? Ich habe ihm 42% gemacht. Der ist offensiv. Das ist natürlich die Frage, ne? Wenn ein Damage boostendes Item trägt. Specs brauche ich, glaube ich, erst gar nicht nachkalken. Das wird mich, glaube ich, einfach killen. Choice Specs. Ja, Choice Specs killt mich. Und wenn wir stattdessen sagen. Life Orb. Killt mich auch. Okay. Schade, Manaphy. Aber wird er einfach straight up auf T-Bolt gehen? Glaube ich halt nicht. Ich habe halt zwei solide Switch-ins in denen. Wie wichtig ist Manaphy noch? Also Manaphy sowieso gut, weil es das einzige Mon ist, das Dornfan richtig gut breakt. Ich glaube, ich gehe einfach in Zeraora. Okay, schade. Drücken wir jetzt einmal Call Mind. Ja, warum nicht? Dornfan kommt rein, okay. Dornfan werde ich halt nicht rausnehmen. Blablablub, Link Sturdy, man kennt ihn. Können aber einmal HP Ice drücken. Weil ich sag's, wie es ist, Aura ist nicht wichtig in dem Kampf. Aura ist nice, Aura gönn ich Kills, aber Aura ist nicht wichtig. Leider. Killt ihn nicht, er legt die Rocks. Okay. Kriegen sogar nochmal einen Move raus und ich sag jetzt, Aura's 4 killt den jetzt einfach mal so ganz blauäugig gesagt, aber ich kalk das nochmal nach. So. HP Ice hat dem 68% gemacht. Aura's 4 killt. Heißt ja. Kann er machen. Okay, killt auch wirklich. Noch ein Kill für Aura. Nimmt man immer mit. So, jetzt braucht er einen Scarfer. Um mich zu killen. Ich habe Defog dabei. Okay. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Yep, yep. Eggy Slash kommt rein. Ja, okay, da wird jetzt einfach Shadow Sneak drücken, ne? Eggy Slash. Oyo Sword Dance. Shadow Sneak. Geht mich halt auch einfach. Geh ich einfach an Celesteela raus. I guess. Ich glaube, in Celesteela verlieren. Ich will mir Zeraora nochmal aufsparen. Der kann auch mal. Er wollte nochmal eine Runde Toxic Storm. Sehe ich den Play.
So, will ich jetzt einmal EQ drücken. Ja. Genau das will ich jetzt tun. Einmal EQ drücken. Kingshi, vollkommen in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Ich habe keinen Bock, dass Roserade reinkommt. Auch wenn es kein Switchen eigentlich ist, aber einmal mal Leech ziehen. Einfach mal Leech ziehen. Ja, komm, machen wir so. So, mit Aura kriegen wir auch noch später irgendwann mal einen Move raus. Zumindest gegen Roserade und Pitu. Da wird sich wahrscheinlich kein Kill mehr holen. Dafür lebt alles eigentlich zu gut, was Aura macht. Ja, hier langsamer als der. Dann haben wir da kein Init Investment. Kommt auf 156, ja. Ja. Wenn er kein Init Investment hat, sind wir schneller. Also wenn er nicht minus Init und was weiß ich alles, sind wir schneller. Nice. Langsamer. Langsam, ja, der ist tot. Nee, ist er nicht. Oh, krass. Der lebt den ja einfach. Ganz frecher ist das. Der lebt den ja einfach. Ja, komm, jetzt wird er einmal King Shield drücken. Jetzt sieht er auch, dass wir Flamethrower haben. Das heißt, Roserade kann er auf jeden Fall nicht reinholen. Wir Leech ziehen. Pitu. Genau, den wollte ich sehen. Beast Boost ist mir relativ egal. Lichit. So, was will er mir machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht T-Waven? Gehe ich mal ganz... Ich kann... Okay. Aura reinholen. Wenn er Shadow Sneak hat, hat er halt Shadow Sneak. Wenn nicht, dann kriege ich jetzt nochmal einen T-Bolt raus. Okay, er hat Shadow Sneak. Ist vollkommen in Ordnung. Jetzt können wir... Alter. Crocodile. Crocodile, EQ. Crocodile EQ. Was will er da jetzt noch reinholen? Roserade? Nein. Raikou? Nein. Pitu? Maybe. Marke Lola? Nein. Ist sogar drin. Aegislash stirbt auch. Der ist es jetzt, Crocodile. Er sieht, wir haben keinen Intimidate, das heißt, jetzt wird's kritisch für ihn. EQ kommt. Er lebt den sogar, okay. Knockoff. Schade. Kein Choice-Kauf mehr. Will ich selber einmal die Rocks legen? Den wird er jetzt halt aber sacken, ne? Ja, komm, warum nicht? Ja, Shadow Sneak, mach doch! Oh, ah, nee, Poison Touch, wie ekelhaft. Aber hätte er so oder so bekommen. Dann knocken wir jetzt noch einmal. Er holt sich jetzt nochmal die 7,9%. Oh, das ist in Ordnung. Ja. Zack. So, nochmal 12% Damage, Moxie. Jetzt muss Raikou reinkommen. Er weiß nicht, wie viel Speed wir spielen. Wir können schneller als Roserade sein. Sind wir Element? Nee. Raikou. Genau, okay, er trägt die Boots auf Raikou. Okay, gute Info. Es wird halt nur Auras hier kommen, ne? Sind wir ehrlich. Wir holen Crobat rein. Genau, die habe ich gesehen. Das ist die Frage, ne? Crobat. Was mache ich gegen den? Lebe ich was von dem? Ich weiß ja, der ist kein damage-boostendes Item. Crobat gegen Raikou. Oh, you call mine, sagen wir mal. T-Bolt killt mich halt nicht. Das heißt, ich würde jetzt einmal Toxic und danach Roosten. Okay, er killt mich doch. Hä? Warum? Oh nein, sag mir nicht, er hat die Max-Roll bekommen. Oh nee. Ah, ist egal. Ja, Manaphy, ne? Da war doch was. Ja, kann er halt... Was mit Chestnut jetzt? Sagen wir, der hat Extra Sensory. Killt mich nicht, ich gehe in Chestnut. Muss ich jetzt machen. Ah,
Ich hasse alles daran. Es ist der Moment. Der Moment der Wahrheit gekommen. Drink Sub. Okay, nice. Nee, nicht nice. Obwohl, kann nice sein, kann nice sein. Ich kann immer noch Drain Punch drücken und... Ja, genau. So, wir gehen noch Sub. Ich kann jetzt leider nicht Belly Drum, das nervt mich ein bisschen. Hat er Extra Sensory? Oh, nice. Ich krieg meinen Belly Drum raus. Er ist Black, also das heißt, er ist danach langsamer. Ja, okay, nice. Nehme ich. Nehme ich. Perfekt. Buh, 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 buh. Whoop. Whoop. Okay, wir sind plus 6. Gegen Roserade. Drain Punch. Ja, Drain Punch killt, EQ killt auch. Ich muss auf EQ, glaube ich, sogar gehen. Weil... Ja, genau. Damit habe ich gerechnet. Ja, jetzt sind wir schneller als alles. Jetzt gehen wir mit Chestnut. Es funktioniert. Lul. Als ob alle gegen mich T-Spikes legen. Mann! Jedes fucking Match T-Spikes. Überall. Ja, wir sind schneller als du. Du kannst mich machen. Du hast keine Prio, außer du spielst aus irgendwelchen Gründen Quick Attack. Tust du nicht. Gut. Jetzt sind wir eh auf der sicheren Seite. So. Chestnut, du bist es. Mal EQ. Wir brauchen uns nicht heilen. Die Two sollten wir auch so killen, glaube ich. Porygon. Porygon 2. Plus 6. Drain Punch killt ihn einfach. Nice. Okay. Okay, wild. Wild. Wir haben Mindcube besiegt. Ganz wilde Nummer. Ganz, ganz wilde Nummer. Okay, könnte ich damit jetzt noch weiterkommen? Warte mal. Wir gehen auf den Spielplan. Wir gucken in die Spoiler rein. Ne, wir gehen in die Tabelle. Nevermind. So, damit stehen wir jetzt. Yamari. Wir stehen minus 1 jetzt noch. Ah, Fufu ist auch noch in der Gruppe, nevermind. Ja, das wäre dein Play gewesen. Fufu ist auch noch da. Ja, es wird immer noch recht schwer. Je nachdem, wie Fufu jetzt... Nee, wir kriegen Fufu, glaube ich, nicht mehr eingeholt. Außer er verliert jetzt zweimal. Hm. Naja, es wird wahrscheinlich trotzdem gewesen sein, aber wir haben Mindtube nochmal besiegt. Mit einem fucking Chestnut Sweep. Holy fuck. Holy fuck. Okay, cool. ja, das war mein Play am Ende. Also, er hat genau geschrieben, ich hab komplett verpennt, dass du mit Drain Punch doch wieder Belly Drum drücken kannst. Musste hoffen, dass du entweder kein Sensory hast oder es nicht drückst. Voll verschrieben. Okay, cool. GG an dich, Mindtube. War trotzdem cooler Kampf. Hätte anders ausgehen können, sagen wir, wie es ist, aber es hat alles funktioniert, wie es sollte und ja, ich würde an der Stelle was sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Wertung, schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet und ich würde sagen, Leute, rein. Ciao, bis zum nächsten Video. Gut, bye.